So. Mal schauen, wie lange das Licht hält. Bam! Feel Good Podcast, Solo-Volk, spezielle, nämlich nicht sehr lange, was glaube ich auch nicht so speziell ist für die Sache, sondern ich glaube der Ton hier ist sehr am Halle, weil wir sind nicht, also wir, das sind mehrere Menschen, wir sind nicht bei uns daheim, sondern gerade in Flims, also sogar über Flims, ein Ort von Flims, wo heißt Fidatz, irgendwie so. Und zwar der Charlie, er sitzt gerade da drinnen und dort gut beschäftigt. Ich glaube, er schaut irgendein Stand-Up-Special. Der Frank Richter, der ist wandern, also bis zum Einkaufszentrum und dann kommt er wieder zurück. Und heute ist Mittwoch, morgen kommt dann noch der Sven Ivanic dazu. Und ich behaupte, wenn der Sven kommt, geht dann so das Comedy Camp, die Idee von dem ganzen Ding, geht dann richtig los. Ja, weil wir haben ja letztes Jahr das schon mal gemacht und es geht darum, dass man ein bisschen Material erarbeitet, dass man aber auch sich gegenseitig hilft. Ja, sonst kann man ja alleine immer hin, habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber es macht schon mehr Spaß und mehr Sinn, wenn man das zusammen macht und so Impro-Sachen, wo man sich gegenseitig einfach mal etwas vorspielt, wo man jetzt überhaupt nicht das Ziel hat, dass das gerade in ein Programm muss kommen. Und wir sind hier seit zwei, drei Tagen, Mittwoch zwei Tage, ja, und ja, so viel habe ich jetzt noch nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist irgendwie wie normal, das habe ich auch, wenn ich alleine gegangen in die Schreibferien, egal was es ist. Es sind effektiv Schreibferien, aber man braucht halt auch so ein bisschen Zeit, um in den Modus zu kommen. Das ist bei mir so, aber dafür hat man tolle Zeit. Wir haben schon viel Tom Cruise Filme geschaut, keine Ahnung warum. Aber es hat da so eine, es ist recht Hightech alles da und es hat da irgendein so ein komisches Programm. Ich bin mir nicht sicher, wie legal es ist, aber der Typ, der es uns gezeigt hat, dem die Bude auch irgendwie so halbwegs gehört, nehme ich an. Der hat ganz stolz erzählt, können jeden Film eingehen, der kommt. Und mir so, okay. Und tatsächlich, irgendwie, was haben wir geschaut? Mumie vom 2017 mit dem Tom Cruise. Ganz okay gesehen. Nicht spektakulär, aber ganz okay. Und dann haben sie mir gestern unbedingt einen von den Mission Impossible gezeigt, da wo er sich den Fuß bricht. Haben wir auch geschaut. So, dann halt ein bisschen sonst geschafft und so weiter und so fort. Und was er noch geil gesehen ist, der Typ, der uns das zu Bude gezeigt hat, der hat eine recht grosse Snowboard-Sammlung, ja. Und am Schluss, wo wir schon Tschüss sagen, sagt er, vielen Dank, dass ihr eine Woche hier wohnt. Und ich sage mal so, es ist nicht günstig, jetzt hier zu wohnen. Ja? Also vielen Dank, wirklich, weil mit dem zahlt ihr mir ein neues Snowboard, das man dann hier anhängen kann. Also dir profitiert auch davon. Das hat er sogar gesagt. Dir profitiert auch davon. Oh mein Gott. Jo, und was ich aber auch spannend finde, ist wieder mal zur Hutnacht zu sehen, wie unterschiedlich Comedy angegangen wird von Leuten. Ja? Zum Beispiel bei mir ist alles digital. Irgendjemand abgelegt oder wenn nicht abgelegt, es ist irgendjemand vorhanden. Es ist, selbst wenn irgendwie das eine crasht, wird das andere noch haben und da habe ich Notizen und da habe ich einen Teil vom Programm mit verschiedenen Notizen und da habe ich dann die Audioaufnahmen von jedem Auftritt und jede Setliste, das ist alles digital. Und der Charlie der Bierchen, der Frank hat so riesige Papier, wo er irgendwie so drauf schreibt. Ich habe nur Notizbücher, um drin herum zu kritzeln. Aber ich schreibe nie Jokes drin. Also das ist dann wirklich, ich mole dann irgendetwas und mache mir Listen oder keine Ahnung. Also irgendwie einfach Sachen, die definitiv nicht direkt mit irgendwie einem Programm zu tun haben, aber vielleicht dann irgendwie einen Einfluss können haben.
ich weiß nicht mehr, einmal habe ich eine Liste gemacht mit, was sind alles Stimmen von Menschen oder Figuren oder was weiß ich, die ich halbwegs parodieren kann. Habe ich einfach mal aufgeschrieben. Dann schreibst du so eins nach dem anderen auf. Und dann merkst du so, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen grosszügig gesehen mit dieser Figur. Mucke hat es viel, aber bis jetzt noch nicht fest gestochen worden. Das für das. Dann habe ich das letzte Mal beim Solo-Podcast recht darauf hingewiesen, gebt mir doch bitte Bescheid, was es alles für tolle Migros-Kopien gibt. Weil die Migros ja seit Gründung immer Marken nachmacht. Ich habe euch damals den Kaffee-Zaun genannt. Ja? Und ich muss sagen, ich habe, weißt du, 5 oder 6 Mails habe ich so ein bisschen zusammengenommen, weil das meiste sind eh die gleichen Namen gesehen. Zum Beispiel auf Kaffee, weil ich den Kaffeezaun genannt habe wegen dem Kaffeehaag. Auf Kaffee finde ich großartig. Noblesse statt Nescafé finde ich super. Dann gibt es den Bon Chef, und der hat ich selber können denken, weil der Bon Chef, das ist so ein bisschen wie Knorr oder diese Sachen. Und meine Großmutter, die sie noch gelebt hat, die hat immer die Bon Chef Currysoße gemacht. Und sie hat immer gesagt, ich kann schon ein richtiges Curry machen, gell? Und ich aber als kleiner Knopf, ich kaufe unbedingt diese Soße, weil ich habe das Beste ever gefunden. Dann, Klassiker, Ei-Maltin statt Overmaltin. I love it. Blocks-Kokos. Das ist ja einfach die Bounty, oder? Dann, ganz schön, habe ich nicht gekannt, aber ich habe es googelt. Das Bild ist sehr super. Mary Janes statt Ben and Jerry's. Mary Janes, großartig. Was haben wir noch? Adoro statt Midor. Mirador, das ist ganz toll. Mirador ist wirklich die perfekte Mischung von Aromat und Knorr. Es ist einfach noch eine Mie dazwischen. Sieht das aus, oder? Und dann habe ich noch so ein paar Artikel gekriegt. Ah, der letzte, der ist mir selber nochmal eingefallen, wenn ich gesagt habe, das ist der, wo ich seit Ewigkeiten daran denke. Statt Rakete, Klasse, Delta Jet. Ah. Habe ich ja gern, also ist sie ab und zu. Ja. So, dann habe ich einen Artikel gekriegt, wo Sabrina mir geschickt hat, wo sie gesagt hat, mein Liebling ist gesehen, wo sie auch Freitagtaschen anfangen haben verkaufen, sie aber Donnerstag genannt haben. Ziemlich gut. Vor allem, ich weiß nicht, warum der Donnerstag jetzt so viel besser ist als der Freitag. Egal. Sie schreibt dann aber noch dazu, Coop hat aber auch schon die Migros kopiert. Und zwar bei Brunos. Aha, wegen Anna's Best wahrscheinlich. Okay. Und bei der Kultglasse. Dann hat sie mir einen Link geschickt, wo auch ein Artikel gesehen ist, von einem sehr, sehr beliebten Boulevard-Magazin. Sagen wir Magazin. Wo sie wirklich die Glasse von der Migros mit dem, was ist, Seehund und so, oder? Haben sie einfach die gleiche Farbe, aber so eine Löwe gemalt. Ja. Und, als ich das dann angeschaut habe, habe ich einen anderen Artikel gefunden, der gesagt hat, Lidl hat die Migros kopiert beim Kult-Eistee. Ja. Nämlich auch genau gleich blau, Schrift, so hell, gel. Und die Migros ist dann dagegen vorgegangen. Das habe ich noch spannend gefunden. Man muss immer, ich meine, wie ist das gegangen, wer im Glashaus sitzt, aber eigentlich muss man immer von sich ablenken, oder? Einfach gegen alles vorgehen, auch wenn man es selber genauso macht. Und was ich dort auch gemerkt habe, Sabrina schreibt Kultglasse, dann dort in dem Artikel steht Kult-Eistee, oder Kult-Eistee. Da habe ich gedacht, ab wann ist es Kult? Musst du oft irgendwann so nennen, oder? Was ist eigentlich Kult? Ich habe mir überlegt, ob ich mein nächstes Programm einfach Kult nenne. Dann bin ich es ja schon. Aber hätte es wahrscheinlich schon gegeben. Müsste ich mal nachschauen. Auf jeden Fall ja, sind wir hier am Schreiben und Machen und Tun. Und ich habe immer die Notiz, ich soll hinweisen auf meine Tour. Und immer mache ich es erst nach einer gewissen Zeit. Ich mache es jetzt aber und zwar richtig, richtig. Da werdet froh sein, dass ich es jetzt noch so mache, weil ich werde es immer wieder intensiver machen. Ich muss ja auch irgendwann. Und zwar geht es am 7. Oktober los, mit immer noch im gleichen Programm, wo ich ja bis jetzt nicht wirklich können spielen konnte. Und wir haben so viele geile Locations am Start. Also kommt mal vorbei für meine Tour, wo der Herbst hoffentlich sicher losgeht.
Tickets sind jetzt schon verfügbar und es ist ja weniger als 2 Monate nur noch drum. Let's go! 7. Oktober unter anderem, ab 7. Oktober und unter anderem bin ich in Horge, Bern, Basel, Bade, Zürich, Wienisdorf, ganz geile Location, Aarau, Seewen, Luzern, Bad Ragaz, Neuhausen am Rheinfall, Solothurn, Wohle, Bülach, St. Gallen, Liestel, Dübendorf, Hasliberg, wow, das ist das, auf das freue ich mich ja riesig, Hochdorf, Langenthal und mit einem bisschen spezielleren Programm dann nochmal in Zürich. Das sind Daten, die jetzt momentan online sind. Für diese Saison werden nicht mehr groß dazukommen, sind aber an ganz tolle Sachen dran. Ein paar Sachen sind ja schon gefixt. Und das war's für den Moment. Jetzt dann noch ein Hinweis. Der nächste normale Podcast ist mit 2 von den 3 Herren, die du an dem Weekend oder in dieser Woche dabei sind, nämlich dem Charlie und dem Frank. So ein bisschen wieder der Stammtisch von der 50. Sehr lustig geworden. Wir haben es nämlich letzte Woche aufgezeichnet, gerade bevor wir in das Comedy Camp sind. Ja, wird jetzt dann noch schön von mir geschnitten. Wir haben viel Einspielerzeugs und so. Wird dann auf der Freitag rausgehauen. Freue mich sehr. Somit das meine Hinweise für den Moment. Liebe Grüße aus Flims. Und Charlie? Ja? Komm noch schnell. Oh, jetzt ist gerade das Licht ausgegangen. Was ist? Nee. Was ist? Du kannst auch... Ja, was hast du jetzt du gemacht? Jetzt gerade? Ja. Ich habe mich eigentlich inspirieren lassen. Ich habe ein paar Sachen angeschaut. Hast du dich inspirieren lassen? Wie Migros sich bei der Coop inspirieren lassen? Mit gewissen Marken? Und ich habe angefangen, meinen Ablauf zu schreiben. Also welcher Joke woher kommt, wie lange. Und jetzt muss ich es nur noch timen und in Detail gehen. Ich bin nämlich erstaunt, das kann ich noch schnell sagen. Ich habe schon gesagt, ich bin erstaunt, wie unterschiedlich wir hier alle arbeiten. Mhm. Auf den Prozess, wie man überhaupt zu Jokes und einem Programm kommt. Und ich bin sehr erstaunt, wenn ich überlege, dass wir jetzt den Mitte August haben und du in irgendwie 3 Wochen dein erste Tryout hast. Weil vor einem Jahr bin ich in dieser Situation gesehen. Ich bin irgendwie nicht so entspannt wie du. Nein, ich bin überhaupt nicht entspannt eigentlich. Ah, okay. Ich bin nicht, also jetzt geht's noch. Vielleicht sind es gewisse Zigaretten, die helfen. Ja, so. Eben. Voll. Die entspannen einen. Nein, ich glaube, ich habe mittlerweile einfach hingesehen, es kommt, wie es kommt. Und an der Premiere wird es, glaube ich, eigenermaßen gut laufen. Die Hälfte habe ich schon mal irgendwo irgendwie gespickt. Yeah. Also ich weiß, dass die Hälfte sitzt. Und jetzt habe ich nur noch 5 Shows Zeit, um die andere Hälfte zum Sitzen zu bringen. Super. Und wirst du sicher auch noch ein bisschen performen, habe ich das Gefühl. Hoffentlich. Yeah. Cool. Okay, das Gespräch, ich weiß nicht, wie nötig es war, aber... Du hast mich da angekommen! Ja. Ich sag's, ich bin ehrlich. Ja. Aber dafür kann ich jetzt schreiben, featuring Charles Nguela. Und wegen dem habe ich vielleicht noch 5 Downloads mehr. Ja, ja, geil. Gut, dass ich euch helfen. Okay, das war's gesehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Zuschauen lohnt sich, weil die Aussicht ist traumhaft. Ja? Also, die jetzt noch zuschauen, die belohne ich mit ein bisschen extra Material. Und ich jetzt dann noch schnell hier rausfiehe. Achtung. Oh mein Gott, ist das geil! Und alle anderen, bye bye!